So Freunde, herzlich willkommen zurück zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute schauen wir uns diesen Fendt Vario 500 SCR etwas genauer an. Der Download-Link zu diesem Mod kommt natürlich wie gewohnt in die Videobeschreibung. Wir haben bei diesem Fendt ebenfalls einen Frontlader dabei. Wie man sieht, alles mit dynamischen Schläuchen hier verbaut. Frontlader, vorne und hinten sind dynamische Schläuche verbaut. Wir haben verschiedene Motorausführungen, Farbauswahl ist vorhanden. Wir können GPS an das Dach anbauen, wie man hier drüben sieht. Wir können auf der Seite die Warnschilder hier anbauen, die bei diesem Modell hier nicht sind momentan. Wir können hinten ein Licht anbauen oder zwei Lichter anbauen. Also das ist wirklich ganz schön gut und toll gemacht. Wir schauen zum Anfang einmal das Außenmodell etwas genauer an. Wir können hier mit der Taste R natürlich die Türe von außen öffnen. Das funktioniert alles einwandfrei. Auch der Frontlader lässt sich schön anbauen und problemlos eben mit dynamischen Schläuchen. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, einen grauen Kühlergrill hier zu wählen oder eben den schwarzen Standard. Ansonsten auch die Reifenauswahl ist natürlich auch vorhanden, aber von der Textur her darf man bei diesem Mod wirklich nichts sagen. Hier gehen beim Frontlader leider die dynamischen Schläuche ein bisschen in die Auspuffanlage rein, wie man hier schön sieht, und die Lichter ein bisschen. Das könnte man vielleicht noch verändern, aber ansonsten passt das schon recht gut. Wir schauen natürlich in den Shop, im Shop zu finden unter der Kategorie Traktoren natürlich. Wir haben dann einmal den Fendt 500 Vario SCR. Wie man sieht, wir haben sehr, sehr viele Optionen und Erweiterungen zukaufbar. Also sehr detailreich dieser Mod, man kann verschiedene Sachen eben mit dem machen. Wir haben einmal 160 Euro am Tag Unterhalt und eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h die Stunde. Das kleinste Modell, der 513er, ist mit 135 PS, dann der 514er mit 145 und der 516er mit 165 PS. Wir können dann hinten oder vorne, glaube ich, Lichter hinzufügen oder die Rundumleuchten, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Das sind die Rundumleuchten unter der Kategorie oder unter den Optionen Anhängekupplungen ist einmal ein Rundumlicht und einmal ein zweites Rundumlicht. Frontladeranbau können wir ja, nein natürlich machen. Zur Motorausführung habe ich schon erklärt, wir haben zwei Farben, einmal dieses Schwarz und einmal die Standard Fendt Grün. Wir haben beim Radsetup sehr, sehr viele verschiedene Räder, verschiedene Hersteller sogar, drei verschiedene Hersteller, einmal dann noch Pflegebereifung und Zwillingsbereifung. Zum Design haben wir einmal eben die Warnschilder, die dann hier auf der Seite über den hinteren Kotflügeln angebracht werden, oben die GPS-Antenne und eben einmal alle zwei in der Full-Option. Wir haben dann noch weiter zum Design einmal den grauen Kühlergrill und einmal den silbernen. Habe ich schon zuerst gesagt, eben der graue hier und der silberne. Mir persönlich gefällt dieser graue besser. Der macht sich hier einfach ein bisschen besser auf der Motorhaube. Auch die Lichter hier sehen sehr, sehr schön aus. Die Fronthydraulik ebenso. Eben alles mit dynamischen Schläuchen, wie schon erwähnt. Wir steigen einmal in den Fendt ein, setzen uns hier rein. Das Ding geht an. Und wir haben ein kleines Problem, oder? Haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Es funktioniert alles. Wir starten gleich mit unserer kleinen Innentür. Wir haben Interactive Control verbaut. Das funktioniert alles. Es lässt sich sogar die Frontscheibe öffnen. Das habe ich sehr, sehr selten noch gesehen. Wir können hier noch verschiedene Terminals hinzufügen oder Isobus Terminals. Einmal der Firma Böttinger, Krone und Emerson. Wir schauen dann weiter. Hinter die Heckscheibe können wir natürlich öffnen. Was können wir hier noch machen? Wir können die Rundumleuchten ausklappen. Jetzt klappen sie schön aus. Das funktioniert auch alles recht schön. Darf man sich auf gar keinen Fall beklagen. Das war's mit Interactive Control im Innenbereich. Wir schauen mal. Wir haben hier Drehzahlanzeige und Tacho. Eben alles digital gehalten. Was haben wir hier noch auf der Seite? Zeigt es uns momentan nichts an? Nein, das ist doch. Hier haben wir die Liter, die wir momentan an Kraftstoff verbrauchen, werden hier angezeigt, eben auch schön gemacht. Auf jeden Fall kann man alles so lassen. Was mir noch
fehlt, ist vielleicht der animierte Joystick. Das könnte man vielleicht in der nächsten Version machen. Aber ansonsten ist dieser Mod wirklich ganz schön gemacht. Auch der Frontlader, wie schon erwähnt, ist recht schön gemacht. Wir hängen ihn mal ab. Und man sieht, wir müssen etwas genau ranfahren. Man sieht hier, die thermischen Schläuche hängen runter. Wenn wir etwas schief ranfahren, lässt er sich leider nicht ankuppeln. Aber ansonsten funktioniert das einwandfrei. Er lässt sich toll anbauen. Es funktioniert alles. Wir machen noch einen kurzen Lichtcheck. Auch das funktioniert natürlich hinten mit den Arbeitsscheinwerfern. Also alles toll gemacht. Die Blinker funktionieren natürlich. Sie sind schön im Glas drinnen. Das ist mir immer ein sehr, sehr wichtiges Kriterium. Wir haben Bremslicht eben. Rückfahrlicht ist keines verbaut. Nein, ist keines verbaut. Und natürlich zu guter Letzt die Rundumleuchte. Die funktionieren auch einwandfrei. Wir haben dann im Innenbereich noch LS17 Spiegel, wie man sieht. Das passt alles und wirklich ein schöner Mod. Zu meiner Bewertung oder zu meinem Fazit bekommt dieser Mod auf jeden Fall 5 von 5 Sternen. Die Lok ist sauber, wie man zuerst schon gesehen hat. Also von dem her kann man ihn getrost downloaden und ausprobieren. Probiert ihn vielleicht mal aus. Mir gefällt er sehr, sehr gut. Einer der besseren Fendt-Mods, auf der momentan für den LS17 eben zur Verfügung steht. Also klar 5 von 5 Sternen. Ich hoffe, euch hat diese Mod-Vorstellung von diesem Fendt hier gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mal vorbeischaut hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Also bis demnächst. Ciao.